Hallo, ihr Autofahri, Bewohni, Passanten, Menschen an den Fensterkanten. Ich hoffe, ihr habt einen Moment Zeit, ihr alle auf der Straße breit. Ich stehe heute hier, Hans-Thoma-Straße, hab Klimagase in der Nase. Will euch erzählen, kurz und knapp, was hier keine Zukunft hat. Sicher wisst ihr gleich, worum es geht, wie schlecht es um unsere Welt so steht. Seit 2019 strengen wir uns an, Fakten zu bringen an den Mann. Doch zuhören tut niemand nicht, egal wie laut die Wissenschaft spricht. Stattdessen sprechen Lobbys, Konzerne, Alternativen. Nimm den Flieger zu den Malediven. Das ist Leben, das ist toll, da säufst du dir die Hucke voll. Niemand soll hören auf diese Affen, die das mit dem Klima raffen. Denn für uns mit dem vielen Geld und wo Verteilungskriege toben, lebt sich's feiner im hohen Turme ganz oben. Aber fangen wir mal unten an, hier in Potsdam im Bürgermeisteramt. Mike Schubert heißt der gute Mann, der fein in Sessel pupsen kann. Denkt mal kurz nach, was fällt euch ein bei ihm oder vielleicht zu seinem Team. Als Beispiel wäre da der Bernd Rubelt, der Mike Stees hat zugejubelt. Die Garnisonskirche, ganz groß, ein hoher Turm ist doch famos. Ach lieber, lieber Magic Mike, bist du denn noch ganz gescheit? Die 22er-Schätzung lag bei 41 Millionen. Wäre das nicht woanders besser aufgehoben? Es gäbe zum Beispiel viele Sachen, die könnte man für das Klima machen. Mal ganz spontan so vorgeschlagen, könnte man tief graben. Erdwärme für alle, das wäre doch toll. Mit Photovoltaik die Dächer voll. Eine Wärmepumpe in die Havel. Du wärst ein Held, so wie bei Marvel. An alle Straßen eine Hecke, ÖPNV an jeder Ecke, macht Lärmschutz, steigert Sicherheit, vom Feinstaub wird die Luft befreit. Ihr könnt vorschlagen, was ihr wollt, Hauptsache der Rubel rollt. Hello! Come on.